Säure löst den Kalk. Wenn wir eine Kaffeemaschine entkalken wollen, schütten wir Essigsäure hinein. Wir werden wunderschön diese Kaffeemaschine sauber machen. Aber wenn wir eben das Gleiche mit uns machen, saure Getränke und eine unausgeglichene Ernährung und weitere Faktoren hinzukommen, dann werden wir eben eine Osteoporose sehr stark begünstigen, vor allem wenn dann auch noch andere Auslösefaktoren wie Hormonmangel hinzukommen. Also Sie werden seit 7 Jahren behandelt? 7 Jahre etwa, ja. Mit Bisphosphonate. In der Hauptsache durch Infusionen vierteljährlich. Und da muss ich jedes Mal in die Uniklinik fahren, muss dort fast einen Tag lang verbringen, weil das sehr langsam da injiziert wurde. Und war eigentlich mal in Stillstand zu verzeichnen. Und später wurde jetzt die letzte Untersuchung hat ergeben, dass man sogar noch einen Zuwachs erzielen konnten und das nahezu 6% an Knochenzuwachs ergeben hat. Ja. Ich habe sie nur minimal, aber er hat sie durch die Zöliakie ganz schlimm. Ja, er hatte die Prognose gehabt, als das festgestellt wurde, anhand von der Computertomographie, dass er im Rollstuhl endet. Also man solle nach Hause gehen, solle uns einen Rollstuhl kaufen. Parallel dazu waren wir bei ihm. Haben uns den Wasserionisierer gekauft und parallel dazu haben wir auch dieses Wasser dann getrunken, dieses basische Wasser. Und was auch, denke ich, entscheidend war, war die Behandlung mit der Magnetfeldtherapie. Und das, denke ich mal, zusammen hat einen Erfolg gebracht, den man durch die letzte Untersuchung hat nachweisen können. Sie haben wirklich mit der Osteoporose-Therapie ausgesetzt? In Absprache mit der Uniklinik, genau, dem behandelnden Arzt. Und aus dieser Therapiepause wurde allerdings 1,5 Jahre, weil wir einfach terminlich das nicht mehr gepackt haben. Dann hatten wir wieder einen Termin, wurde Knochendichte gemessen und das Ergebnis war eigentlich positiv, dass der behandelnde Arzt gesagt hat, wir müssen eigentlich im Moment gar nicht mehr therapieren mit Bisphosphonate. Sondern wir belassen das. Sie machen so weiter wie bisher mit dieser Magnetfeldtherapie und ansonsten kalziumreiche Ernährung und mit dem basischen Wasser. Wie viel trinken Sie denn? Also ich versuche das mindestens so 2 Liter am Tag, dass ich die hinbringe. Und wie sind jetzt Ihre Erfahrungen? Ja, eigentlich genauso positiv. Bei mir hat man auch in Heidelberg die Behandlung machen wollen mit Fosamax und so weiter, wo man weiß, dass das halt nicht gerade so gut ist und gesund ist, ja, dass es die Speiseröhre verätzen kann und alles. Und ich habe die Präparate auch überhaupt nicht vertragen. Habe gleich bei der ersten Tablette fürchterliche Magenschmerzen und sowas alles bekommen. Und dann haben die auch gesagt, dann sollte ich halt mal aufhören. Aber waren eigentlich so eingestellt, dass sie mir das dann per Infusion geben wollten, diese Bisphosphonate. Und so wie bei meinem Mann, haben sie eigentlich bei ihm ja schon diese lange Behandlung, wo sie dann gesagt haben, es passiert nichts mehr, weder ein Aufbau, sondern eher ein Knochenabbau, trotz dieser Medikamente. Und dann hab ich eigentlich gleichzeitig mit meinem Mann angefangen, das basische Wasser zu trinken und die Magnetfeld, ne, das pulsierende Magnetfeld. Und bei der letzten Behandlung in Heidelberg haben sie also gleich gesagt, da müssen wir bestimmt was tun mit Medikamenten und waren dann also total überrascht, als die Meldung von der Knochendichte-Messung kam, dass wir beide Knochenzuwächse verzeichnen können. Ja, das konnten sie sich überhaupt nicht erklären. Wie viel war es bei Ihnen? War es 2%, aber auch positiv halt. Wenn man den normalen Altersabbau noch dazu rechnet, sind es fast das Doppelte. Ne? Ja.